Yo Friends, was geht ab? Ich hatte schon vorher mal eine Top-Liste mit meinen Top 5 Logia-Früchten gemacht und jetzt dachte ich mir, okay, mache ich auch mal eine Top-Liste mit den Top 5 Zoan-Früchten. Die Logia-Liste ist ziemlich lange her, das heißt, es könnte sein, dass es ein Reboot kommt. Schreibt auf jeden Fall eure Top-Liste unten in die Kommentare. Fangen wir an mit meinem 5. Platz. Und zwar ist auf dem 5. Platz die Dinosaurier-Frucht von unserem lieben X-Drake. Die schien am Anfang nicht ganz so stark zu sein, aber als man gesehen hat, wie dieser Dinosaurier den Kopf zerspaltet hat von so einem Pazifista. Ich mag die Frucht aus mehreren Gründen und eins davon, beziehungsweise wahrscheinlich das stärkste Argument, ist halt, dass es stark ist und halt mega geil aussieht. Ja, ich habe Dinosaurier schon immer gemocht und als in One Piece Dinosaurier und so vorkamen, ich fand das halt immer geil. Bei Dragon Ball gibt es die auch. Ich fand das halt auch schon da cool und das als Teufelsfrucht ist einer der coolsten Früchte. Wenn es noch ein bisschen stärker wäre, wäre es nice, wenn wir in Zukunft noch was dazu sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er dann in Zukunft noch einiges sehen wird. Man hat auch schon die halb Mensch und halb Dinosaurier-Verwandlung gesehen. Sah ziemlich cool aus, wobei ich glaube, dass man nur gesehen hat, wie der noch einen Schwanz hatte als Mensch. Aber ich glaube, es müsste noch eine andere Form geben, die wir noch nicht gesehen haben. Und das wird dann wahrscheinlich im Wano Kuni Arc, wenn denn X-Drake dort noch sein sollte. Ja, man weiß, er ist ja unter Kaido jetzt, weil halt Kaido diese ganzen Zoan-Fruchtnutzer unter sich hat und X-Drake ist jetzt einer von ihnen. Mal sehen, ob wir sehen, wie stark diese Teufelsfrucht wirklich ist und vielleicht kann die Teufelsfrucht in der Platzierung einen weiter nach oben kommen, beziehungsweise mehrere weit hochkommen. Mal sehen. Auf dem nächsten Platz ist die Vogelfrucht Modell Falke von Peru, die er aktuell immer noch hat. Es gibt einige Gründe, warum ich diese Teufelsfrucht gerne hätte und einer davon ist, wie beim vorherigen natürlich auch das Design, aber weiterhin die Möglichkeit, sich einfach in einen kompletten Falken zu verwandeln und in einen Falkenmenschen. Das heißt, man kann einfach mit dieser Teufelsfrucht fliegen. Und was gibt es Besseres, ja, als mit einer geilen Teufelsfrucht und mit einem geilen Aussehen durch die Gegend rumzufliegen? Es geht einfach nicht geiler. Es gibt, by the way, auch noch die Vogelfrucht Typ Adler, aber das war aus einem Special. Und später gibt es auch noch eine Platzierung, kleiner Spoiler, weiter oben, was auch eine Vogelfrucht ist, aber dazu kommen wir dann später. Weiter geht es mit der nächsten Platzierung und zwar Platz Nummer 3 und zwar die Buddha-Frucht, die Mensch-Mensch-Frucht Typ Buddha. Bisher kennen wir zwei Mensch-Mensch-Früchte und einmal Mensch-Mensch-Frucht Typ Mensch und einmal Mensch-Mensch-Frucht Typ Buddha aka Daibatsu wird es auch genannt. Und diese Frucht besitzt momentan Sengoku. Und was wir davon bis jetzt gesehen haben, ist zwar nicht so viel, aber was wir wissen ist, dass dieser Typ mit dieser Frucht einfach absolut krank ist. Man darf zwar nicht verwechseln, wie stark der Teufelsfruchtnutzer ist und die Teufelsfrucht an sich und wie beide kombiniert stark sind. Darauf sollte man eher achten. Und Sengoku mit dieser Frucht kombiniert war einfach absolut krass. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er viel mehr machen kann, als sich nur in einen Buddha zu verwandeln, weil wir halt bisher nur gesehen haben, diese Halb-Mensch-Halb-Buddha-Form. Das heißt, es müsste noch eine ganze Buddha-Form geben. Oder was wir gesehen haben, war die ganze Buddha-Form und es gibt noch eine Halb-Mensch-Halb-Buddha-Form. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass diese ganze Buddha-Form nicht so riesig ist, beziehungsweise dass er die Größe regulieren kann. Und weil Buddha hat so viele verschiedene Formen. Das heißt, es könnte sein, dass diese Buddha-Frucht 1000 verschiedene Formen hat. Wer Hunter x Hunter kennt, da gibt es auch was mit Buddha und 1000 und 100 Schlägen oder was auch immer das war. Damit kann man auf jeden Fall wahrscheinlich mehr machen, als man bis jetzt gesehen hat. Deswegen auf dem 3. Platz die Buddha-Frucht. Weiter geht es mit Platz 2 und zwar der Phönixfrucht, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich erwartet, aber nicht auf dem 2. Platz. Aber auf dem 1. Platz habe ich was Geileres, Leute. Die Phönixfrucht besitzt momentan Marco, beziehungsweise die Vogelfrucht Typ Phönix. Es ist eine sehr seltene Teufelsfrucht. Ich habe mal einen Kommentar bekommen, so, hey, alle Teufelsfrüchte sind doch selten. Aber, Leute, natürlich ist jede Frucht einzigartig. Aber im Endeffekt ist die Phönixfrucht noch seltener, auch wenn es alle nur einmal gibt. Aber diese Phönixfrucht von allen Teufelsfrüchten gibt es verschiedene Klassifikationen und diese Art von Teufelsfrucht, die Marco hat, also diese mystische Frucht, die sind noch seltener. Das heißt, von 100 Früchten sind, sagen wir mal, 20 Zoan-Früchte und 5 davon sind vielleicht mystisch. Deswegen sind diese Früchte noch seltener, nur um das kurz mal so erklärt zu haben. Was soll ich groß sagen zu der Frucht von Marco? Er kann damit rumfliegen, kriegt auch kaum Schaden, wenn er angeschossen wird, beziehungsweise ich glaube sogar überhaupt keinen Schaden. Dazu hat er halt, wie gesagt, die Verwandlung zu einem ganzen Phönix und eine Zwischenform und er kann durch die blaue kalten Flammen seine Wunden wieder heilen und deswegen ist es halt auf dem 2. Platz, ja. Es gibt halt wahrscheinlich bis jetzt, gibt es halt meiner Meinung nach nur eine Teufelsfrucht, die das übertreffen könnte und das ist der 1. Platz, Leute. Auf dem 1. Platz ist die Drachenfrucht, Leute. Wir haben zwar momentan gesehen, dass Momo eine Drachenfrucht hat, aber
es basiert auf einem Smile, wobei ich mir dort nicht ganz so sicher bin. Es könnte trotzdem sein, dass das irgendwas anderes sein könnte, aber bis jetzt sieht es so aus, dass es eine Smile ist. Das ist momentan ein Fakt in dem Universum. Dennoch ist diese Frucht mega geil. Er kann einfach Wolken erschaffen, kann durch die Gegend fliegen und er hat bisher halt nur eine Verwandlungsform gezeigt. Jede Teufelsfrucht hat normalerweise zwei. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es bei Smile-Früchten auch so ist, aber wenn es eine normale Drachenfrucht geben würde, dann wäre es dann wahrscheinlich so, dass man mindestens zwei weitere Formen haben muss. Mal gucken, ob es bei der Drachenfrucht von Momo ist. Auch so ist, wenn es denn so sein sollte, könnte diese Frucht die absolut geilste sein. Er könnte theoretisch Feuer speien als Drache. Er könnte natürlich rumfliegen und ich meine, das Design, darüber kann man jetzt streiten, ja, er ist jetzt pink, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er je stärker er wird, desto krasser wird sozusagen die Farbe, dass er halt, je älter er wird, desto besser passt sich die Farbe halt seinem Alter an, so Momo, er ist ja so ein kleiner Pisser, stellt euch mal vor, er trainiert jetzt lange und so weiter und da entwickelt sich diese Teufelsfrucht einfach mit, das wäre auf jeden Fall mega cool, deswegen auf dem ersten Platz die Drachenfrucht von Momo. Schreibt mal unten in die Kommentare eure Platzierung, würde mich sehr interessieren, das wäre es von mir. Daumen nach oben und ein Abo wären auf jeden Fall mega nice. Bis zum nächsten Mal.